Einen wichtigen Aspekt eines Anime-Charakters, nämlich die Charakterentwicklung, habe ich bereits in einem Video abgearbeitet. Heute beschäftigen wir uns mit einem anderen, mindestens genauso, wenn nicht sogar wichtigerem Aspekt, der Charakterisierung. Diese könnte man als Grundlage für einen jeden Charakter bezeichnen, denn durch die Charakterisierung bekommt ein Charakter seine Persönlichkeit und wird, wenn es gut gemacht wird, menschlich. Aber wie genau kann ein Charakter charakterisiert werden? Hierfür gibt es viele unterschiedliche Arten. Zum einen kann der Charakter wirklich ausdrücklich durch Worte und Gedanken beschrieben werden. Das kann durch eine Erzählerfigur, die sagt, dass der Charakter extrem schlau ist, andere Charaktere, die den Charakter als einen guten, loyalen Freund beschreiben, oder natürlich den Charakter selbst, welcher sich als dumm und nutzlos bezeichnet, passieren. Diese Arten der Charakterisierung nennt man explizite Charakterisierung. Auf der anderen Seite haben wir die implizite Charakterisierung, welche nicht durch Worte, sondern durch Handlungen erfolgt. Hier kann der Handelnde entweder der zu beschreibende Charakter sein, indem er Entscheidungen trifft, die der Zuschauer deuten und somit eine Aussage über seine Persönlichkeit treffen kann, oder die handelnden Personen sind andere Charaktere in der Handlung. Als Beispiel hierfür könnte man nennen, dass andere Charaktere den Raum verlassen, sobald der zu charakterisierende Charakter den Raum betritt. Das könnte man so deuten, dass die anderen ihn schlicht und ergreifend nicht mögen und er dementsprechend unbeliebt ist. Anhand der Beispiele für die implizite Charakterisierung dürfte deutlich geworden sein, dass es bei der impliziten Charakterisierung zum großen Teil darauf ankommt, wie man das Handeln eines Charakters deutet und manche Leute einen Charakter so mit anderen Augen sehen können als andere. Nun wissen wir, wie ein Charakter seine Eigenschaften bekommen kann. Jetzt müssen wir nur noch wissen, welche Eigenschaften ihn auch tatsächlich gut machen. Denn bei vielen Anime ist es nun mal so, dass Charaktere ausschließlich Eigenschaften bekommen, die plotrelevant sind. Er ist ein starker Kämpfer, ein guter Taktiker oder macht seine Freunde ganz, ganz doll. Natürlich sind auch solche Eigenschaften wichtig, allerdings sollte ein Charakter nicht nur aus solchen Eigenschaften bestehen, da er sonst ohne den Plot kein Leben führen könnte, weil er abgesehen von den Eigenschaften, die er braucht, um im Plot zu funktionieren, keine anderen hat. Damit eben dies nicht der Fall ist, braucht ein Charakter auch Eigenschaften, die ihn menschlich machen und dafür sorgen, dass man ihn auch aus dem Plot entnehmen kann und er sein normales Leben weiterführen könnte. Hat er Dinge, die er besonders mag oder besondere Abneigungen? Hat er irgendwelche Hobbys, die er ausübt, wenn er mal nicht damit beschäftigt ist, die Welt zu retten? Wie sah seine Vergangenheit aus und was hat er jetzt für Träume? All dies sind Dinge, deren Bedeutung für den tatsächlichen Plot fragwürdig sein kann, für die Charaktere an sich können diese Dinge aber eine große Rolle spielen. Ein sehr gutes Beispiel für einen gut charakterisierten Charakter ist Edward Elric aus FMAB. Wir erfahren, dass er ein Alchemist ist, der seine Mutter zurück zum Leben bringen will, was seine Motivation für die Reise, die er antritt, ist, aber wir bekommen auch viele weitere Informationen, die man als eher weniger wichtig einstufen würde. Beispielsweise mag er keine Milch oder hasst es, wenn man ihn als klein bezeichnet. Für den Plot spielen diese Dinge keine Rolle, aber sie lassen Edward menschlicher wirken. Als Beispiel für einen Anime mit schlecht charakterisierten Charakteren könnte ich jetzt so ziemlich jeden Harem nennen, da die Mädels meist aus einer einzigen Eigenschaft bestehen und im allerbesten Fall vielleicht noch kurz etwas über ihre Vergangenheit erwähnt wird. Zusammenfassend kann man also sagen, dass wir von einem gut charakterisierten Charakter sprechen, wenn wir mehr über ihn wissen, als für den Plot notwendig ist und ihn entsprechend gut beschreiben können. Er muss auch ohne das Ziel, welches er im Plot erreichen will, in der Welt des Animes leben können. Außerdem ist es auch immer ein Pluspunkt, wenn man sagen kann, von dem Charakter hätte ich genau das erwartet, wenn der Charakter eine gewisse Handlung ausführt. Diesen Satz sollte man allerdings nicht sagen können, weil der Plot so vorhersehbar ist, sondern weil man den Charakter so gut kennt und ganz genau weiß, wie er tickt. Hierfür ist es natürlich wichtig, dass er auch seinem Charakter entsprechend handelt und nicht irgendwas tut, was überhaupt nicht zu seiner Persönlichkeit passt. Schlecht charakterisierte Charaktere sind natürlich die, dessen Eigenschaften man mit einem Satz beschreiben kann. Ich hoffe, dass ich euch die Charakterisierung nun ein wenig näher gebracht habe und ihr wieder ein wenig schlauer geworden seid. Wie immer könnt ihr mich in den Kommentaren verbessern oder Ergänzungen hinterlassen, falls ich was vergessen haben sollte. Themenvorschläge sind natürlich auch erwünscht. Ansonsten war's das von mir. Haut rein!